Also es ist genau das, was er auch anzeigen soll. Hallihallo Freunde, ich habe mal wieder ein Paket bekommen, natürlich für Oscar. Und wir packen das jetzt mal ganz schnell aus. Da haben wir das gute Stück. Es handelt sich hier um einen Batteriewächter. Der nennt sich genau Chemo M188. Das ist einfach nur ein Batteriewächter, der wirklich nur den Status der Batterie anzeigt. Also das heißt, es gibt noch andere Modelle, die schalten sogar die Batterie dann ab, beziehungsweise die Zuleitung der Batterie ab, damit halt die Verbraucher nicht weiter daran saugen und sie nicht tiefentladen wird. Ich dachte, das reicht erstmal, weil ich habe jetzt 12 Euro dafür bezahlt und wollte erstmal gucken, ob mir das reicht, weil die anderen, die kosten schon wieder 35, 40 Euro. Und ja, schauen wir uns das erstmal an. Erstmal möchte ich euch zeigen, wie das Ganze funktionieren soll, und dann bauen wir es natürlich auch ein. Jetzt haben wir mal den Ort gewechselt und ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ansonsten muss ich das übersprechen, weil hier eine laute Maschine an ist, die ich nicht ausmachen kann. Und zwar haben wir jetzt einfach eine Spannungsversorgung hier angeklemmt an den Batteriewächter. Ihr seht hier die 12,9 Volt. Und jetzt möchte ich euch einfach mal zeigen, wie das Prinzip hier funktioniert. Eure Batterie lässt jetzt nach und das simuliere ich, indem ich sage, ich drehe die Spannung runter. Jetzt fängt es schon an, sozusagen ein bisschen orange-grün zu leuchten. Und wenn ihr noch weiter mit der Spannung abfallt, zeigt der Batteriewächter an Low, ist nur noch orange. Und sobald ihr dann wirklich in den kritischen Bereich kommt, wird dann auch die rote LED mit eingeschaltet. Ich hoffe, das kann man gut erkennen. Und wenn dann natürlich die Spannung so kritisch ist, dann zeigt er auch irgendwann nur noch die rote LED an. Ich denke, so war das ganz hilfreich und jetzt bauen wir das Ganze mal ein. Jetzt sind wir hier wieder im Bus angekommen und wie man hier oben sehen kann, das habe ich glaube ich schon mal irgendwann gezeigt. Da habe ich meinen kleinen Verteiler sozusagen. Hier oben verteilt sich auch alles plus und minus für den Fernseher und so weiter und so fort. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Und jetzt ist es so, dass ich mir schon mal was vorbereitet habe. Ich habe mir einmal ein Pluskabel hierher gezogen, einmal ein Minuskabel. Und hier seht ihr jetzt so einen kleinen Schalter. Und ja, davon kommen die beiden Kabel hier an. Und ich möchte den Batteriewächter hier oben auch platzieren gerne. Der soll halt nicht die ganze Zeit leuchten, das würde irgendwie nerven und natürlich auch ganz, 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 ganz wenig Strom verbrauchen. Aber trotz alledem. Und deshalb habe ich auch den Schalter hier vorgemacht, dass ich halt den Batteriewächter ein- und ausschalten kann und mir das dann genau anzeigen lassen kann, wie das mit meiner Batterie so aussieht. Also los geht's. Sieht das Ganze so aus, alles schön verlötet mit Schrumpfschlauch. Hier ist jetzt Minus, Plus, geht rüber zum Schalter und hier auf den Pluskontakt. So, ich habe jetzt alles montiert, ihr könnt es hier oben ganz gut erkennen, der Schalter ist hier, der Batteriewächter hängt jetzt hier und sobald ich den Schalter dann umlege, zeigt der Batteriewächter mir an, welchen Zustand ich meiner Batterie gerade habe. Und ich habe auch mal gemessen, es sind jetzt 12,5 Volt auf der Batterie zu messen. Und genau das ist auch der Zustand, den er jetzt anzeigt. Ihr wundert euch vielleicht, dass es Low und Full beides leuchtet. Aber es ist noch im Rahmen, also es ist genau das, was er auch anzeigen soll. Den Full-Zustand zeigt er wirklich nur an, wenn er die 12,7 Volt hat, beziehungsweise drüber ist. Und ich glaube, das ist erstmal okay. Wie gesagt, günstige Variante. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt mal gesehen, wie das funktioniert. Ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, sowas zu haben, damit man halt dementsprechend seine Batterie nicht tiefentlädt. Und dafür reicht das Ganze auf jeden Fall. Für mich auf jeden Fall. Und die Alternative habe ich euch ja am Anfang des Videos genannt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn ja.
Und wenn ihr alles in Action sehen wollt, gerne die Vlogs gucken und gerne ein Abo dalassen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also haut rein.